Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier auf der Karte von Thüringen. LS19. Ja, wir fahren jetzt Richtung Feld Nummer 10 und tanken dort den. Ja, geht noch nicht. Tanken den. Ja. Seemaschine auf mit Gerste, mit Saatgut. Hier ist das Saatgut allgemein. Ja, und dann können wir da weitermachen, ne? Und da kommen sicherlich bald die ersten Luzerne, sieht gut aus noch. Weizen, ja, könnte knapp werden. Und bei Klee sieht auch gut aus. Ich werde mir die anderen beiden Maschinen zulegen irgendwann mal, dass ich die anderen beiden einfachen dann mal verkaufen werde. Obwohl das, wo ich hinfahre, ist eh eine Modmaschine, aber für das große Feld doch zu wenig Volumen drin, ne? Ja, aktuell spiele ich auf 1, damit ich, da ich heute Nacht vermute, da kommt Wachstum durch, dass ich da keine Probleme bekomme. Mein Dünger ist auch fast leer, also von daher lohnt sich ganz gut, also wir beides drin haben, ne? Dann müsste ich ja doppelt fahren. Wäre äußerst ungünstig. Ja, hier auf der neuen Karte sind endlich in Produktion zu kommen. Rechts ist der Winzer. Weinherkel. Und naja, wie das so ist, ne? Aber Wein und so vorläufig nicht, das ist bei mir nicht im Plan drin, sondern eher weitere Fruchtsorten austesten, ne? Aktuell sehe ich ja Klee aus, Klee, Weizen und ein, zwei noch, Luzerne. Mal als Abwechslung, ne? Brauche ich alles für die Kühe, Luzerne, Ackergras würde ich als Silage machen und im BGH reingeben. Ob ich da nun ein Silo reinfahren werde oder, sagen wir ganz vorsichtig, ja, der Klappel geht nach rechts auf. Ich fahre mal hier einfach mal über das Feld, wo wir die Aussaat gemacht haben. Und so hat er ganz gut gearbeitet. Aber ein Flügen ist teilweise ganz komisch. Gefällt mir so nicht. Keine Ahnung, warum es so ist. Aber ist halt so, ne? So. Kurz mal entlassen. Und müssen wir einklappen. Sonst kommen wir nicht dicht genug ran. Das ist ja dann blöd, ne? So. Ja, jetzt kommen wir gut dicht ran. Eine Kammer ist ja mit Dünger. Ja. Die andere Kammer ist mit Saatgut. So. Wieso geht jetzt nichts los? Ach so, gut, wechseln, okay. Den lasse ich mal hier stehen. Sieht bei der anderen aus. Bei Feld 37. Ja, da wird noch knapp. 42 und 41 gut aus. Da kann ich nur von diesen Fahrzeugen da weitermachen, also zur Not. Ansonsten ist ja auch, sagt gut fast alle, dann fahren wir gleich wieder zurück. Denn mit dem kommen wir dann hier nicht weit, ne?
Müsste eigentlich von der Menge her ausreichend sein jetzt. Weil das ist ja ringsherum fertig. Und von daher sollte es ausreichend sein. Gedüngt 100%, das ist gut. Voll letzte Frucht Gras, letzte Frucht Brachland und jetzt haben wir Gerste. Ja, passt. Wir fahren jetzt zurück. Lohnzahlung ist okay. Ich habe jetzt auch die aktuelle Version von Kursblick drauf. In den ersten drei Folgen, also bis Mittwoch, hatte ich die 64 gehabt, Version. Jetzt habe ich die 75. Habe ich gestern noch aktualisiert. War ja auch schon eine Weile her. So. Weil ich habe den Verdacht, ich brauche mehr Saatgut. Also Dünger würde vielleicht hinkommen, aber mit Saatgut. Wahrscheinlich da, wo Weizen ist, da wird Dünger knapp. Ja, wenn wir Feld 12 Sonnenblumen machen, dann wird er rechtzeitig fertig mit Pflügen und Feld Nummer 47 ist schon gepflügt, also da haben wir keinen Stress. Weil zum Anfang waren fast alle Felder, die gepflügt werden mussten, außer Feld Nummer, ich glaube 48 nicht. Da ist auch noch was drin. Da finden wir schon was. Sonnenblumen oder Soja. Mit Soja war letztes Mal gerade schon knapp. Letztes Mal hier in letztem Jahr war Soja im Grunde 6 Stunden. Das Zeitfenster ist zum Ernten. Ne? Vorher war es zu nass und dann kam schlagartig früh Schnee. Und dann war es wieder zu nass. Also mal sehen, wie es hier ausgeht. Also Soja würde ich mal eher nicht machen wollen, sondern eher Sonnenblumen. Rüben ist auch nicht notwendig, da habe ich noch 1,5 Millionen, da muss ich mal verarbeiten. Der Marsch, also für Zuckerfabrik, die haben wir hier nicht. Okay. Muss ich mal sehen. Ich wollte mir hier noch Schweine zulegen, weil das haben wir neulich ein Schlachthof hier und das wäre ganz praktisch, wenn wir das noch machen würden. Aber mal sehen mit Futter. Weiß ich nicht genau, ob wir hier. Und da können wir immer Futter kaufen. Also das würde ich mal keinen Stress machen deswegen. Schweinefuttersilo so kaufen, so ein Kaufsilo und dann kann man ja einkaufen, ne? Zum Anfang. Dann brauchen wir nur Wasser und Füttern und Stroh. Junge, fährst auch langsam hier. Nummer 53. Ich glaube, die Lenkung hat wieder einen neuen Update gekriegt. Der geht mir so spät. Wir waren bei 14%. Aber für heute wird es gehen. Ich wünsche allen einen schönen Samstag, hört mir gerade so ein. Ja, bis dahin schauen noch viele. Zeitpunkt. Ja. Hier eine schöne Maismission wieder vor, mit 2 Hexer und mit vielen Abfahrern, mindestens 5. Das mittlere Silo voll machen. So ist mein Plan für das mittlere Silo. Links und rechts, muss ich mal sehen. Hier ist kein, das sind die Reifen, das ist ungünstig, aber da drüben ist glaube ich nichts. Ob das wieder verbuggt ist, ich weiß halt nicht, ob das am Giles liegt, an der Grundsoftware oder. Ja, das weiß ich nicht. Wenn da Standards-Mods sind oder Standard, dann ist es. Muss ich mal gucken. Und zwar bei Gebäude. Silos, wenn das die Standarddinger sind, so hier, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es Probleme gibt, ne? Ansonsten müsste ich mal die probieren, ne? Weiß aber nicht, ob ich das da reinbauen gebaut bekomme, ne? Das weiß ich nicht. Sowas hier, so Durchfahrsilos sind mir eigentlich lieber. 25 mal 40.
ne? Da reinbauen zum Beispiel, ne? Ist ein bisschen kleiner. Oder hier so ran. Mal sehen. Ich weiß auch nicht. So, jetzt wollen wir auffüllen, ne? Mit Saatgut und Dünger. Und hier ist ja, naja, hier ist der Zaun dazwischen, ne? So, wir sagen, da ist Platz links, ne? Ich meine, ein Silo für die BGH wäre gut, wenn es dabei wäre, ne? Aber das mittlere Teil ist auf jeden Fall immer bugfrei. Da hatte ich ja letztes Mal noch ganz gut Glück gehabt. Tank ist ihm leer. Können wir gleich mal den nächsten. Ich habe mich festgelaufen, Junge. Das Auffüllen dauert ja ein bisschen, ne? Ja, 11 Minuten. Hier ist für Sonnenblumen. Vielleicht mal reparieren. Ja, pflügen so nebenbei. Wird schwierig, ne? Der hat einen geilen Zaun. So. Reparieren. Gewicht auch gleich. Und Flug. Da kann man nichts machen, ne? Also von der Breite und nichts dergleichen, ne? Ist halt so. Ich stelle mal genau daneben. Ich muss mal sehen, was ich damit mache. Meinen Flug brauche ich ja im Grunde. Normalerweise, wenn ich bei den großen nehme, reicht normalerweise aus. So viel Felder zum Flügen habe ich dann nicht mehr. Traktoren kann man gut gebrauchen, ne? So. Mal gleich mal Dings auffüllen lassen, Saatgut. Wie sieht es da aus? Dünger, wie gesagt, Dünger. Dünger ist. So. Müssen wir gleich mal auffüllen. Das ist nämlich gleich das nächste. Da dürfte schnell gehen, da haben wir nicht so viel und dann gehen wir leicht Dünger 10% Weizenfeld 37. Ja, dann wollen wir bald noch Saatgut und Dünger herbringen, ne? Obwohl 100.000 werden bald hinkommen. Wüsste gerade zu reichen. Deckel zu. Ansonsten, wir haben noch einen globalen Markt was drin von der Marsch. Und da stelle ich aktuell was her, also von daher ist es leicht. Hier wollte ich Tor einkippen, das hat nicht geklappt. Der beim nächsten Regen ist er weg, hoffe ich jedenfalls. Na, wollte ich jetzt sagen. Vergessen. Und da stelle ich was her und da kann ich mir im globalen Markt verkaufen. Und hier habe ich ja vor, dafür Weizen und Gerste rüber zu verkaufen. Also im globalen Markt zu verkaufen und dort einzukaufen. Und das Deppma wird hier nicht so viel mit Weizen und mit Gerste, aber doch ein bisschen kommt doch zusammen. Bisschen, nicht viel, aber ein bisschen schon. Und die Mais-Silage wollte ich in der BGH verkaufen. Klee wollte ich Futterproduktion nehmen. Luzern eigentlich auch. Und ansonsten
brauche ich noch Heu hier. Oder erst ist fertig. Wahrscheinlich mit 41 oder 42. Dünger 7%, da sind wir gerade so gut bei, ne? Sonst noch ein paar Felder kaufen, hier mit Wiesen und so. Das ist auch eine Option, ne? So eine kleine Kleckschen zum allgemeinen. Ja. Grasproduktion kann man sagen, ne? Für die Kühe. Mein Futter habe ich eigentlich genug, also daher ist nicht ganz so dramatisch. Zum Morgen müsst ihr den mal Lager ausfüllen, Stroh und für Futter und Stroh für Einstreu. Dann müsst ihr auch mal Mist. Einer ist fertig. Vier müsste der andere sein. So, das ist bestimmt 142, das passt eh. Hier ein Teil nicht gemacht, also macht er jetzt. So, liebe Schauer, das soll es dann auch schon vor dir gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche noch allen einen Rest, schönen Rest Samstag. Ja, morgen geht es hier weiter in Thüringen. Mit dem letzten Rest Aussaat. Entlassen. Aktuellen Wegpunkt. Löschen nicht. Schließen. X und N. So, dann sind wir. Tschüss. Ciao, ciao. Und ja, wie gesagt, morgen am Sonntag geht's weiter. Hier in Thüringen. Tschüss. Und dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Da geht's aus.